Hallo, willkommen zurück zu PokerMMO. Nach einem harten Kampf mit Rocket Rüpel haben wir es doch endlich geschafft, im Mondberg zu den Fossilien gekommen, zu kommen Gott. Ist nicht schlimm. Und das bedeutet auch für uns, dass der Mondberg bald hinter uns liegt. Wir sind so lame. Schlimmer fand ich den Kampf mit dem Typen da unten, mit Miguel. Ja, wenn du schon angematschte Pokémon hast, dann ja. Und wir haben uns entschieden, wir nehmen jeder verschiedene Fossilien, dann können wir untereinander später tauschen. Also ich habe das Helix-Fossil. Ich habe das Dom-Fossil. Dann weiß ich, was bei dir rauskommt. So. Da hat das andere genommen, okay. Er hat deins genommen. Bei mir hat er deins genommen. Das dachte ich mir. Jo, hier ist dein Gegengift. Ah, brauche ich nicht mehr. Er ist schon tot, oder was? Nee, nee. Ich hatte noch eins. Es ist dunkel. Hallo. Moin. Die, 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 die. Ja, ach komm. So wie ich weiß, tun die Attacken verkaufen. Ah, ein Tritt von brutaler Energie. Wirkung. Mega Kick. Was kostet das? Ein Fokusband. Haben wir aber nicht. Haben wir nicht. So, dann tschüss. Ich komme mit der Steuerung nicht klar, ey. Hier ist TM05. Ja. Und hier sind wohl ein paar am Trainieren, hä? Ein paar ist gut. Hallo! Ich würde gerne erstmal ein Pokémon Center besuchen. Trainieren ja, ist natürlich gut, ne? Ja, es liegen noch ein paar Trainer vor uns. Wir können auch direkt in die Arena gehen. Nee, ich möchte bitte erst Pikachu trainieren. Da würde ich die Brücke, die jetzt vor uns liegt, verwenden. Ja. Alter, da kommt deine Stulle. Da erstens kommt da oben Stulle und zweitens gibt's da noch einen Glitch. Einen richtig coolen sogar. So, lasst mich doch durch, ihr alten Menschen. Ich gehe dahin. Oh, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Eine echte oder im Spiel? Von Epic Games. Ich gehe da hinten hin, wo die anderen waren. Willst du trainieren gehen? Ja, ich muss doch Pikachu ein bisschen hochziehen, weil sonst wegen Misty. Wegen Misty, warte, ich mach das mal so. Haha! Ein Radada-Pratz! Radada-Zong, weg ist der Balkon, Dong. Außerdem ist Peachy, ist erst Level 9 und ich würde sie gerne ein bisschen höher kriegen. Peachy. Ja. Oder Peaky, wie auch immer. Die ist eh gleich schon wieder tot. Vielleicht sollte ich mal auf das andere Pokémon wechseln. Dann kriegen beide XP. So, Donnerschock. Ich meine, ich könnte ja sagen, ich kann auch das Männchen weiter trainieren, aber es ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Haben die ein gutes Level, die Pokémon da bei dir? Was war das, 13 oder so? Ich glaube, es war 13. Ich hätte gerne den XP-Teiler. Oh, schon wieder Mankey. Machst du da Sitz jetzt, du alte Nervensäge? XP-Teiler. Ja, den kriegt man aber erst später. Ich weiß auch wo. Ich habe heute Bifteki gemacht. Das war so lecker, oh Gott. Mit dem Feta-Käse da drin, der war warm und der war ganz weich, der war so gut. Und dann lädst du mich nicht zum Essen. Nee, warum auch? Entschuldigung, aber... Als ob ich das teile. Ich hab dir schon gesagt, warum ich das nicht teile.
Irgendwann mache ich das selber so. Du musst erst wissen, wie das geht. Ja, das wirst du mir, glaube ich, sagen. Vielleicht. Ja, ich sag dir das, natürlich sage ich dir das, aber ich sag es nicht jetzt. Aber es war echt gut, ey. Und dann habe ich mal so ein Pommesgewürz selber zusammengemischt und das hat jetzt für 4-mal Pommes gereicht irgendwie. Oh Gott. Oh, war das gut. Oh Gott. Ah, Peachy ist Level 10 und jetzt hat sie ruckzuck Hieb gelernt. Wo bist du eigentlich? Sollen wir uns duellieren? Auch hier in der Wiese. Achso, ja, aber kann ich erstmal heilen gehen? Ich warte am Pokécenter auf dich. Ja, ich komm. Das erste Duell. Alle rennen sie mit Peaches rum, ne? Und alle sind sie am Pokécenter. Wo hast du dich denn versteckt? Ah, da steht. Yeah. Ah, da bist du. Okay, ich bin gespannt, wie das geht. Okay, Wie geht das? Hier, Duell. Ich hab dich anduelliert. Okay, Herausforderung annehmen. Oh, Pikachu. Du ja. 6 Pokémon. Wieso? Wieso hast du nur 3? Ich hasse dich. Okay, 6 Pokémon ist schon eine Hausnummer. Ah, diese Schiene fährst du. Ich habe früher eine ganze Pokémon-Gilde gehabt. Und da haben wir voll die fetten Kämpfe und so gemacht. Das war immer richtig krass. Ich glaube, das wird nicht gut gehen für mich hier. Oh, scheiße. Du tagst nur 21. Übertreib's halt. Ja, aber du hast Pikachu Level 17, du Übertreiber. Das ist... Nee. Oh nein. Wow. Nee, gegen dein Kutex habe ich keine Chance. Natürlich. Nein. Und in der Pokégilde damals, wir haben richtige Turniere veranstaltet und so. Und da habe ich dann auch erstmal richtig kämpfen gelernt, weil so gegen NPCs zu kämpfen ist ja eine Sache, aber... Ja, das... Oh Gott. Ich gratuliere dir zu deinem Sieg. Gegen dein Glutex habe ich keine Chance. Wissen wir nicht, weil der hat ja nicht mehr so viel Leben, ne? Ja, aber du hast noch 4 weitere Pokémon. Du weißt ja nicht, welche und welches Level. Hm? Das stimmt allerdings. Texte enttäuscht mich nicht. Ja, wehr die Attacke ab. Wow. Tschüss, Glutexo. Das war aber echt knapp jetzt, ne? Okay, den krieg ich auch noch platt. Ja, den kriegst du noch platt. Oder auch nicht. Okay.
gespannt, was du sonst noch für Pokémon bei dir trägst. Ich hasse dich, du machst mich jetzt fertig. Ich hasse dich. Oh je, Pikachu. Je. Oh, kack Pikachu, ey. Ich hasse dich! Hast dein Taubsinu gar nicht trainiert? Nein, warum auch? Kacke! So. Wie gut, ey. Okay, Kabador wird mich jetzt. Kacke, ich kann nichts machen. Los, mach Platscher, Manu. Okay, jetzt hast du aber einen Vorteil, Pikachu. Ja, aber es ist Level 10 und hält nichts aus. Kack doch, ey. Entschuldigung. Ja, ich bin paralysiert, geil. Das bringt mir eh nichts. Guck mal, wie wenig er abzieht. Ja, ich kann nicht angreifen. Oh Gott sei Dank. Und jetzt wirst du mich voll kriegen. Ja, wow. Gott sei Dank, ey. Oh, Mann! Mann! Nein! Nein. Nein! Oh. Ja, ja. Gibst du dein ganzes Trank aus? Ist mir shit egal, oh. Oh! Ja. Das war's dann jetzt für mich. Ja, tschüss. Oh Gott, ja! Oh, Entschuldigung. Ja! Ich hab mit Noobs gewonnen! Ja! Heftig! Glückwunsch! Oh mein Gott, das war richtig. Das war echt schwer. Das war echt heftig, weil ich hab so viele Noobs bei mir, weißt du? Oh, ey. Oh, das war einfach nur Glück. Ich hab dir aber gesagt, ein Pikachu wird mich noch kriegen. Ja, hab ich aber nicht geglaubt. Ich konnte dich nur mit Ruckzuckhieb angreifen. Ja. Und du hast ja die Statikfähigkeit und das paralysiert mich bei Berührung. Ja. Oh, krass. Oh, das war richtig gut, oder? Oh, das war richtig schwierig. Ich hab mich schon verlieren sehen, du, ehrlich. Doch, also. Boah, das war. Hättest du die Tranks nicht eingesetzt? Ja, wäre vorbei. Hätte vielleicht anders ausgesehen. Ja. Oh, kann man das sehen? Warte. Nee. Okay, gut. So. Oh Mann, ey. Wir sollten gleich wirklich vielleicht ein bisschen trainieren offline oder so. Ich weiß nicht, weil das ist. Also trainieren kannst du an der Brücke. Das weiß ich. Ja, ich meine jetzt hier ein paar Viecher killen, um ein paar XP zu kriegen, so, weißt du? Ich meine, klar, oben kriegen wir noch ein bisschen Geld dazu, ist ja auch gut. Ja, kann man gerne machen. Aber weil ich möchte eigentlich gerne mal so ein bisschen hier. Kann man gerne machen. Oh Mann, ey. Pommelhof, die möchte ich haben. So, okay. Ein Igler, ja, alles klar.
So, Gesang. Nein, nein, ruckzuck kippt nochmal. Ich versuche sie langsam runterzukriegen, weil ich will die haben. Aber wie krass du deinen Glutex so trainiert hast. Ich habe ihn halt echt viel benutzt, ne? Respekt. Ja, dafür hast du noch deinen Topsi zu Tauboga gemacht. Ja. Sitz. So, Pikachu schläft, ist mir egal. Wir nehmen... Ich habe nur noch einen Trank. Warum hast du auch bei uns im Duell ausgegeben? Ja, nun, mir war das wichtig, nicht zu verlieren. Die blöde Kuh ist wieder rausgekommen. Ich hätte meinen Beleber einsetzen können und... Oha, ich habe gar keinen Beleber, oder? Nee. Ich glaube, den habe ich schon mal benutzt. Ich habe den bei einem Kampf habe ich den aufgesammelt. Hm. Du sammelst ja bei Kämpfe hier und da Items auf. Hm. Ich habe einen Pummelluff. Ja, Glückwunsch. Ich mag Pummelluff. Was für Level? 10. Hm, bisschen trainieren, dann hast du einen Knuddelluff. Ja. Ich muss noch mal kurz ins Poké-Center gehen. Tschüss. Tschüss. Ich muss sie schnell holen. Austauschen. Warte mal. Kann ich da mal ran? Danke. So. Das kommt hier rein. Das kommt mit. So. Okay. So, einmal heilen. Oh. Wenn wir nachher die Brücke oben sind. Ja. Oder später, oder dann keine gibt's Ahnung. Dann gibt's ein Nugget. Da gibt's ein Nugget, aber ich will in die Wiese nebenan rein. Da gibt's ein Pokémon, was ich haben möchte. Welches? Mirapla? Abra. Ja, oh, dann brauche ich... Oh, mit Pummelluff am besten einschläfern, bevor es abhaut. Das wäre natürlich optimal. Das macht sonst Teleport, ne? Genau, da müsstest du mir halt eventuell dein Pummelluff leihen. Ja. Ich guck mal, wie das geht. Aber dann muss ich es trainieren. Dann Abra ist, glaube ich, Level 10 oder so. Ja, und dann mit einem Pokémon angreifen, was nicht gleich so schnell stirbt. Der dann wäre Glutexo oder so. Oh, wie süß! Ich will auch ein Pipi. Soll ich es fangen und dir geben? Wenn du kannst. Ja, komm. Kleines, dickes Pokémon. Muss halt noch Platz machen bei dir im Dings. Ja, warte mal. Dann laufe ich nochmal zurück. Mich irritiert das immer, dass die alle mit einem Pikachu hinten rumrennen. Ich bin verkehrt gelaufen. So, ich heile nochmal schnell. Die stehen ja alle am Computer, die nerven mich sehr. So, dann packe ich... Wen packe ich denn weg? Ich will eigentlich Carpador hochziehen. Oh, welches Pikachu ist denn jetzt welches? Ach so, das ist das Mädchen. Oh, die ist so süß. Okay. So. Und wieder raus. Natürlich muss noch hier ein Pokémon kommen. Ich sehe dich. Bin aber gerade noch im Kampf. Ja, macht nichts. Zack, zack. Ah.
kannst du unten Liste schließen machen bei dir. Ja. Ah. Vielen Dank. So, bitteschön. Dankeschön. Piepi. Muss piepi. Ich trainiere jetzt noch. Oh, übrigens, die Folge ist zu Ende. Also, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir trainieren jetzt noch ein bisschen offline und dann holen wir uns einen Abra und wir machen noch die Brücke und das, ich glaube, das wird schon sehr spannend. Und ich flippe gleich aus, weil der Hund mich drangsaliert. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.